herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Anruf der Pressetalk. Und heute sind wir nur zu zweit. Ja, alle sind schwer beschäftigt mit Brexit und anderen Dingen. Aber wir wollen reden über ein Thema, das doch viele bewegt hat. Sarah Wagenknecht hat gesagt, tschüss, ich habe vielleicht keine Lust mehr, hat sie nicht gesagt, aber sie will nicht mehr. Mit der Begründung, sie sei krank gewesen, 2 Monate. Was bedeutet das, wenn die Ikone der Linken weggeht? Was bedeutet das für die SPD, für Gedankenspiele Rot-Rot-Grün? Wird es jetzt einfacher, wird es schwerer? Was bedeutet das für die Linkspartei? Darüber will ich heute diskutieren mit einem ausgewiesenen Linksexperten, weil er mal Chefredakteur des Neuen Deutschland war, Tom Strohschneider. Herzlich willkommen. Und Sie schreiben gerade ein Buch über Bernstein. Das ist auch eine alte SPD-Ikone gewesen. Wann wird es denn fertig? Ich hoffe bald. Bald, sagen alle, die ein Buch schreiben. Ich weiß davon, ein Lied zu singen. Frank-Walter Wahrlich, Frank-Valentin Wahrlich, Hauptstadtstudio Berlin. Herzlich willkommen, lange Jahre bei SRW, ARD oder ARD, SWR, wie heißt es genau? SWR, ARD. ARD. Ja. Und Sie sind ein sehr strenger Beobachter auch der linken Szene und der SPD-Szene und sehr kritisch. Was sagen Sie denn nur? Was haben Sie gedacht, als Frau Wagenknecht, von der man das doch eigentlich nicht erwarten konnte, die ist noch nicht mal 50. Also der erste Gedanke, sie hört auf. Ja, der erste Gedanke war, sie macht den Lafontaine, aber mit Ankündigung. Lafontaine hat ja damals ratzfatz alles. Am selben Tag? Ja, am selben Jahren. Tag. Alles hingeschmissen. Sie schmeißt das hin mit Ankündigungen und sagt, oh, ich bin so krank und überarbeitet, ich kann das nicht mehr. Ich kann weder den Aufbruch, Aufstieg, Aufstehen. Volksbewegung machen, noch weiter Fraktionsvorsitz. Aber ich mache noch bis zum Herbst. Also das ist schon eine komische Krankheit, die man die Ergebnisse der Krankheit hinauszögert und sagt, ich arbeite ein halbes Jahr weiter. Aber natürlich ist sie eine Gescheiterte. Sie ist gescheitert mit ihren Ansichten innerhalb der Partei. Es ist nur noch mal dran zu erinnern, auf einem der letzten Parteitage in Magdeburg, auf dem sie war, dann bekam sie eine braune Torte ins Gesicht gehauen und die Vorsitzende der Linkspartei, Kipping, die sagte zu ihrer Politik, die sei sozial-national. Ich meine, schwerer scheitern kann man nicht mehr. Wäre die noch mal zur Wiederwahl angetreten, da hätte die eine Niederlage kassiert, dass es gerade. Also hier hat jemand aufgehört, aus Einsicht, dass es so nicht mehr weitergeht. Oder ist das nur ein Sensibelchen, die Torte nicht abkann, das kann man ja verstehen. Aber so diese ganzen Mobbing-Affären in der Partei, so sagt man, vielleicht wissen Sie da mehr, in der Linkspartei sagt er nur, ich habe die Nase voll. Ihr Ehemann Oscar Lafontaine ist ja auch nicht gerade, ja, oder ist stark zart beseitet. Naja, ich glaube, man muss versuchen in dem Fall, auch wenn es ganz schwer ist, diese beiden Momente ein bisschen auseinandernehmen. Also ich habe Respekt vor so einer Entscheidung, die auf gesundheitlichen Gründen basiert. Machen wir uns nichts vor. Wir alle wissen, wie der Berliner Politikbetrieb funktioniert. Das ist keine vergnügungssteuerpflichtige Angelegenheit. In den vorderen Positionen herrscht enormer Druck. Es ist auch keine Angelegenheit, die sozusagen familienfreundlich ist in den Parteien, insbesondere seitdem ja vor allen Dingen sozusagen die politischen Diskussionen in den Parteien immer mehr zuspitzen, sich ein Signum, was ja auch bei anderen Parteien zu beobachten ist. Insofern glaube ich ihr, wenn da mitgeteilt wird, dass es sich um ein gesundheitliches Problem handelt, und das kann man damit abhaken. Ob und in welcher Weise auch Entscheidungen, Karriereentscheidungen, die zu gesundheitlichen Problemen oder auf der Basis gesundheitlicher Probleme führen, natürlich auch mit politischen Fragen zu tun haben, natürlich auch mit Niederlagen, mit, Sie haben es ja genannt, Herr Wahrlich, Aufstehen, funktionierte nicht so und so weiter und so fort. Da muss man, glaube ich, ein bisschen Respekt haben. Entscheidender ist ja, was wir erstens darüber lernen, was politische Kultur angeht. Es wird jetzt sehr viel gestreut, Sarah Wagenknecht wäre einem Mobbing ausgesetzt in der Fraktion. Ja, das habe ich ja mit meiner Frage versucht auszudrücken. Da muss ich mal mit Verlaub sagen, also dass jetzt einige, sehr wenige in der Fraktion versuchen, diese Entscheidung natürlich auch zu nutzen für machtpolitische Konflikte, die ja jetzt auf die Frage hin orientiert sind, wer wird da Nachfolger, wie ist die ganze Tektonik in der Partei zwischen Parteispitze und Fraktionsspitze, wer soll da jetzt noch weiterführen, das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir auch nicht wissen, ob irgendwann Neuwahlen es gibt und so weiter und so fort. Da versuchen jetzt Leute ein Spiel zu machen.
Ich glaube, dass sich da alle Seiten nichts genommen haben. Dass Linke auf eine besonders emotionale Weise streiten, ist ja auch nichts Neues und betrifft auch nicht nur Sarah Wagenknecht. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit diesem ganzheitlichen Ansatz linker Politik zu tun. Wir wollen immer alles verändern und dann... Das sofort. Ja, manche versuchen es halt schneller. Das war vielleicht auch sozusagen ein Punkt, wo wir dann später noch drauf zu sprechen kommen. Also welche strategische Option mit Sarah Wagenknecht eigentlich verbunden war. Da geht es gar nicht nur um Rot-Rot-Grün, sondern auch um die Frage, wie kriegst du linke Veränderungen in einem Land, in dem viele, viele Menschen sagen, es geht ihnen eigentlich wirtschaftlich ganz gut, in denen wir aber auch wissen, dass es sehr, sehr vielen Leuten ganz schlecht geht. Und der Versuch aufstehen, eine, wenn man so will, Bewegung von oben zu inszenieren, in der Erwartung, dass sowas Ähnliches wie die Gelbwesten auch in Deutschland möglich ist, dass die Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen mehr Grundsicherung und so weiter und so fort. Das ist ja offensichtlich gescheitert. Und da stecken ein paar politische Probleme drin, über die man sehr genau nachdenken muss. Also ja, inwiefern sind da Leute auch enttäuscht worden, ja, zum Beispiel. Es gab ja auch diese ikonenhaften Fotos, Aufnahmen von Sarah Wagenknecht, wo sie mit einer stramm sitzenden gelben Weste vom Bundestag stand. Ach, muss das sein? Und da war schon diese Aufstehenbewegung nicht gerade der große Renner gewesen. Lass mich da mal eine Frage ausformulieren. Kann das sein, dass Sarah Wagenknecht sich in diesem Punkt, ja, was ihre Bedeutung in der Politik und ihre Strahlkraft auf eine Masse, Menschenmasse, dass diese Strahlkraft weit überschätzt wurde von ihr selbst? Aufstehen hat nicht funktioniert, dieses Westen-Demo-Bild hat nicht funktioniert, dass sie gesagt hat, es ist vielleicht doch ein bisschen anders. Oder fehlt ihr diese Selbstkritik? Das weiß ich nicht, ob sie genug Selbstkritik hatte, aber das, was sie entschieden hat, hieraus, daraus, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie selbst weiß, das geht nicht. Aber Sarah Wagenknecht, die war famous to be famous. Die war auch ein Liebling des Feuilletons. Ich habe in einer dieser großen Führungsmedien einen fast lamoyanten Nachruf auf ihre Arbeit gelesen. Jetzt sei die bürgerliche Revolution ja gescheitert und nicht mehr möglich, wo ich dachte, ich kenne die Autorin. Das ist etwa die dritte nachgeborene Generation nach dem Krieg, wo ich dachte, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Eine bürgerliche Revolution mit Sarah Wagenknecht und ihrer gelben Weste in Deutschland und das jetzt zu bedauern, dass es nicht geht. Ich glaube, Sarah Wagenknecht war eher oder ist immer noch ein Liebling des Feuilletons. Die ist sehr kameraaffin. Dort kann sie arbeiten, kann sich präsentieren und wird auch oft präsentiert. Für jemanden, der, ich will trotzdem noch mal drauf zurückkommen, sagt, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, das geht an die Substanz, ist sie relativ häufig im Fernsehen noch aufgetreten. Das ist Sarah Wagenknecht und die ist eine eigene Figur. Nun ist sie ja bald weg als eigene Figur, bleibt aber da, hat sie gesagt. Für manche war das vielleicht eine Androhung, aber für andere war es nur eine Ankündigung. Sie bleibt also dem Feuilleton erhalten. Was bedeutet das aber für die politische Ebene? Sie haben es ja eben schon selber angedeutet, Herr Strohschneider. Sarah Wagenknecht ist weg, damit ist auch eine Art Hassfigur weg bei bestimmten Kreisen in der SPD. Das heißt, macht es es jetzt einfacher, Rot-Rot-Grün ins Visier der Möglichkeiten zu nehmen für die nächsten Wahlen ohne Sarah Wagenknecht? Und mit veränderten Leuten auch in der SPD? Ich glaube, dass man diesen Aspekt nicht überschätzen sollte. Es gab eine gewisse Neigung in den vergangenen Jahren, die Tatsache, dass mehrfach der Versuch ja unternommen worden ist, Rot-Rot-Grün näher zusammenzubringen. Es gab ja auch mal Bundestagsmehrheiten, die sind nicht gezogen worden. Da wurde dann vor allen Dingen auf der Seite der SPD gerne gesagt, es liegt daran, dass Sarah Wagenknecht dabei ist, womit immer Oskar Lafontaine auch mit gemeint war. So geht's nicht mit dem. Das mag ja auch tatsächlich eine Rolle spielen, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn es einen politischen Willen gibt, progressive Veränderungen durchzuführen, wären ja sicherlich auch Kompromissbereitschaften gewachsen in diesem Lager. Und deswegen kann ich es bei aller Kritik an Sarah Wagenknecht und ihrer ja fast schon pathologischen Natur sozusagen immer wieder sich an der SPD abzuarbeiten,
Sie war ja sozusagen in ihrer politischen, oder sie ist in ihrer politischen Haltung sehr stark auf die SPD fixiert. Das ist jetzt auch kein Wunder, wenn man sich auch die politischen Umstände, wie ist die Linkspartei entstanden, Oskar Lafontaine und so weiter anschaut. Der Punkt ist aber, Rot-Rot-Grün ist nicht an Sarah Wagenknecht gescheitert, sondern Rot-Rot-Grün ist in den vergangenen Jahren, als es die Möglichkeit dazu gab, wir haben momentan keine Mehrheitsoption in diese Richtung, muss man auch nicht drüber reden, aber in der Vergangenheit hat die SPD entschieden, in die Große Koalition zu gehen und der SPD ist es da nicht sehr gut bekommen, dass jetzt also einfach auf Sarah Wagenknecht abzuladen, finde ich jetzt auch nicht ganz koscher. Vor allen Dingen, weil natürlich diese Zuspitzung auf so einzelne Personen, die da so eine Rolle spielen, doch ein bisschen verschleiert, dass zwischen den Parteien, die wir da meinen, in substanziellen Fragen ja offensichtlich kein Zusammenkommen möglich war. Es gab viele Gesprächskreise, an denen jetzt nicht unmittelbar Sarah Wagenknecht beteiligt war, aber reformorientiertere Kräfte. Und es hat ja nicht funktioniert. Und da wäre mir sozusagen lieber, wenn man die inhaltlichen und auch die strategischen Differenzen und Knackpunkte diskutiert und aufarbeitet, anstatt jetzt zu sagen, das lag alles an Sarah Wagenknecht. Und jetzt, wo sie sich ein Stück weit zurücknimmt, spielt das alles keine Rolle mehr und dann kommt jetzt demnächst Rot-Rot-Grün wie an Vogel vom Himmel. Nein, das wird nicht passieren. Ja, Rot-Rot-Grün ist an Rot-Rot-Grün gescheitert. Ja. Und sowohl an den Grünen, da gab es ganz viele Abgeordnete, die den Teufel getan hätten, als einen Rot-Rot-Grünen Kanzler zu wählen. Das gleiche gilt für die SPD, Stichwort Seeheimer Kreis. Sie würden es nicht machen. Da gibt es auch bei den Linken Leute, die würden alles lieber tun, als mit der SPD und den Grünen in eine gemeinsame Regierung zu gehen. Deshalb wird Rot-Rot-Grün, auch wenn es eine rechnerische Option wieder gäbe, würde nicht scheitern. Die SPD würde ein Drittel ihre Abgeordneten verlieren, vor allem die aus den neuen Bundesländern. Rot-Rot-Grün scheitert an Rot-Rot-Grün. Aber Sarah Wagenknecht war halt diese, sagen wir, eine Galionsfigur. Da konnte man deutlich machen, was sind die Unterschiede zur SPD. Das ja, man hatte ja einen Grund, es nicht zu tun. Ja, aber vielleicht hat man diesen Grund nicht mehr. Darüber diskutieren wir nach einer kurzen Werbepause weiter mit Tom Strohschneider, ehemaliger Chefredakteur Neues Deutschland und schon von Amts wegen Experte für die Linkspartei. Und Frank Valentin Wahrlich, früher ARD, SWR, heute Hauptstadtstudio Berlin. Und diskutieren Sie zu Hause auch weiter, wie wird das nun werden? Das ist die Frage, die wir nach der kurzen Werbepause uns beantworten. Wenn Sarah Wagenknecht nicht mehr herhalten muss, um Rot-Rot-Grün zu verhindern, dann geht es vielleicht ja anders. Fragezeichen. Und wie, werden wir gleich hören. Bis gleich.